Einen wunderschönen guten Morgen, Friends. Komme ich zurück aus Maskat, geht's schon wieder weiter und zwar nach Amsterdam heute. Ich habe nämlich heute was Cooles geplant. Die letzten zwei Wochenenden waren nämlich anstrengend für Stella und mich. Ich war erstmal beim Job deines Lebens mit Urlaubsguru, was ziemlich geil war. Dann war ich im Oman fast eine ganze Woche und deswegen dachte ich mir, mache ich was Cooles. Wir fahren nämlich nach Amsterdam. Das war nämlich unser erster gemeinsamer Trip. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig zusammen, so offiziell. Und da habe ich Stella nämlich damals mitgenommen. Damals für einen Blogpost habe ich nämlich die besten Restaurants getestet und dachte, komm, nimmst du mal die Stella mit, machst du einen auf einen dicken Macker, lädst sie in ein feines Hotel ein. Und ich habe nämlich jetzt dasselbe Hotel gebucht und ich bin gespannt auf Stellas Reaktion. Und jetzt brauchen wir erstmal ein paar schöne Blümchen und die hole ich bei unserem absoluten Lieblingsladen hier in Oberhausen. Let's go! Friends, wir haben es. Wir haben Blumen von meinem absoluten Lieblingsladen hier in Oberhausen. Super nette Leute, vor allem schauen die auch selber noch meine Vlogs an. Feiere ich extrem. Grüße gehen raus, falls ihr das Video seht. Und dann haben wir noch einen kleinen Sauvignon Blanc und noch ein bisschen Sekt für heute Abend. Ich glaube, das wird ein cooler Trip. Und jetzt hole ich Stella ab von der Arbeit. Let's go. Und wir haben unseren Hauptgast heute abgeholt. Die Stella. Freut sich über die Blumen? Ich habe und wie schön sind die? Rosen, ja, mit Schleierkraut. Da hat die Frau wieder richtig schöne Arbeit geleistet. Und ich weiß nicht, wo wir hinheizen. Nur, dass es nach Amsterdam geht. Genau, wir fahren nämlich jetzt, nächster Stopp ist unser Hotel. Und wir fahren jetzt ungefähr 2,5 Stündchen Richtung Amsterdam City. Und dann gibt es einen nächsten Surprise. Und morgen haben wir ganz viele coole Sachen geplant. Seht ihr dann aber im nächsten Video. Und zwar werden wir nochmal schön Amsterdam erkunden und euch die besten Orte zeigen, weil Amsterdam ist unsere Lieblingsstadt. Oh ja. Ne? Vor allem, das war auch unser erster Trip zusammen nach Amsterdam. Stimmt. Ne? Das war unser allererster Trip. Und genau, jetzt sehen wir uns gleich direkt im Hotel. Adios! Freunde, und wir sind angekommen. Überraschung ist geglückt. Oh, ich habe mich so gefreut. Ihr habt was geholt. Ja, ich blende vielleicht sogar noch ein altes Foto von dir ein, weil ich glaube, ich habe hier sogar eins gemacht mit so einer Tommy Hilfiger Jacke noch. Ne? Ja, richtig cool. Also wir sind in unserem Hotel angekommen, in dem wir das erste Mal unseren ersten Trip verbracht haben. Ja. Richtig cool. Let's go. Und das Hotel ist aber auch wirklich zentral, ey. Richtig schön sieht das hier aus, ne? Richtig, richtig schön. Richtig cool. Friends, wir sind zurück und zwar nach 6 Jahren sind wir endlich wieder im selben Hotel in Amsterdam. Wir sind nämlich gerade im Roommate Aitana und hier begann irgendwie unsere Reise zusammen, aber oder? Wirklich, ich habe mich so gefreut, Leute, ich habe nicht damit gerechnet. Vor allem, das war auch so ein, damals so ein Trip, ich habe den Namen geplant, der war schon geplant, dann habe ich Stella irgendwie noch kennengelernt und dachte mir so, nimmst du den doch einfach mit, bevor du alleine hier hinreist. Dann haben wir hier schöne Tage verbracht in Amsterdam und deswegen machen wir so einen kleinen Revival-Trip hier in Amsterdam. Deswegen erstmal einen kleinen Prosecco, einen kleinen Wein. Cheers. Cheers. Und da kannten wir uns erst 2 Monate. Ja, ne? Das war noch sehr früh. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar schöne Aufnahmen hier von dem Hotelzimmer und dann geht's runter in die Stadt, vielleicht mal was Geiles mampfen. Let's go. Cheers. No joke, Leute, das Hotel ist so geil gelegen, direkt hier am Hafen von Amsterdam, 5 Minuten weit entfernt oder 10 Minuten, sag ich mal,
ist der Hauptbahnhof und das Hotel ist einfach übelst geil. Ich feiere es richtig krass. Nicht nur, weil wir so Memories daran haben, dass es unser erster Trip war, aber einfach die Lage und auch so das Design vom Hotel ist krass. Direkt daneben ist so ein Gebäude, was so schmal irgendwie zusammenläuft, oder? So richtig einzigartig, auch so ein cooler Fotospot. Du musst ein Foto einblenden von vor 6 Jahren von mir. Stimmt, ey. Das war, also ich muss sagen, das ist so ein Instagram-Spot, allein hier dieses Hotelviertel. Und wir düsen jetzt weiter, wir haben Hunger, deswegen geht's zu Ramen Kingdom. Unser Frühstück. Okay. Yeah. So this is exactly what you get, okay. But you can add 2 extra toppings for free. Whatever the noodle you have, you can have 2 extra toppings. Okay, cool. For example, if you want this one, you can add just like this one. Okay, good? Nice. For free, yeah? Nice. At last, sorry. If you just have one tea, it also counts as an extra topping. So if you have one tea, you can only have 1 extra topping for free. Okay. So no tea, 2 extra toppings, you can do. Okay. Cool, thank you so much. Let's go! Look at this! Double spicy! Extra spicy? Ich hab spicy. Sehr spicy und es schmeckt so lecker. Voll die Empfehlung. Mm. Thank you, Arigato. Thank you, bye. Good morning, Friends. Die Ramensuppe war das absolute Highlight des gestrigen Trips. Aber ich glaube, die Überraschung ist für Stella auch gelungen, oder Schatz? Ja. Ist gelungen. Und im nächsten Video seht ihr uns dann, wie wir durch Amsterdam schlendern und die besten Top-Dos abhaken. Wir haben richtig coole Sachen geplant und deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß im nächsten Video. Wenn euch dieses Video auch schon gefallen hat, so ein kleiner Vlog-Style, dann gebt gerne auch einen Daumen nach oben. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video aus Amsterdam. Haut rein. Juhu!